Also erst die positive Seite, das Geld ist tatsächlich geflossen. Das Negative, es wird in Euro-Ruck-Verfahren verbaut, es wird in Einzelaktionen verbaut. Das bedeutet, alles wird teurer, es wird nichts konzertiert gemacht. Und das bedeutet im Endeffekt weniger Breitbandausbau für mehr Geld. Also vor allen Dingen müssen wir aufhören mit diesem Chaos, dieser Planlosigkeit. Wir Piraten fordern ganz klar einen Masterplan zum Thema Breitbandausbau. Die Bundesregierung hat versprochen, dass wir demnächst mehr mobiles Netz über freie WLANs haben und dass es mehr Rechtssicherheit geben würde. Das Gesetz fordert zumutbare Maßnahmen zur Verhinderung von Rechtsverstößen. Und das bedeutet im Endeffekt, jeder, der ein freies WLAN betreibt, müsste von allen, die Zugriff darauf haben wollen, sich vorher unterschreiben lassen, dass sie keine Rechtsverstöße begehen. Und das gibt natürlich weniger Rechtssicherheit und nicht mehr Rechtssicherheit. Der Stand in Sachen digitale Bildung ist relativ schlecht. Es geht nur sehr, sehr langsam voran. Wir bräuchten viel mehr Konzentration auf offene Lernmittel, auf die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Geräten. Die Probleme bei der digitalen Bildung liegen darin, dass man sich nicht auf ein Konzept einigt, dass man nicht eine Linie fährt, sondern dass an ganz vielen Baustellen gleichzeitig gearbeitet wird. Und es gibt vor allen Dingen keine vernünftigen Vorgaben. Da muss endlich dran gedreht werden. Die Bundesregierung hat versprochen, dass wir mehr Datenschutz kriegen, dass die Freiheitsrechte gewahrt bleiben und dass Grundrechtsstandards eingehalten werden. Naja, die Realität sieht so aus, wie sie täglich in den Zeitungen steht. Die Grundrechte werden ausgehöhlt, der Verfassungsschutz kriegt mehr Rechte und es wird mehr der Verfassungsschutz gestärkt als die Verfassung geschützt.